Schönen guten Morgen, ich freue mich, dass ihr bei mir seid. Möge dieser Tag unter folgendem Satz stehen. Du bist es wert. Du bist es wert, bemerkt zu werden. Du bist es wert, beachtet zu werden. Du bist es wert, dass man dich wahrnimmt. Du bist es wert, dass man dich lobt. Du bist es wert, geachtet zu sein. Du bist es wert, angenommen zu werden. Du bist es wert, wichtig zu sein. Du bist es wert, dass man dich wertschätzt. Du bist es wert, dass man dir Zeit schenkt, dass man dich anschaut. Du bist es wert, du selbst zu sein. Du bist es wert, geliebt zu werden, genauso wie du bist. Denn all das bist du und so vieles mehr. Du bist es wert. Ich schicke euch gerne den Text zu, schreibt mir kirche@radio7.de und ich würde euch fast gerne eine Hausaufgabe mit auf den Weg geben. Entweder lernt diesen Text auswendig und inhaliert ihn immer wieder oder schreibt ihn neu in der Ich-Form. Ich bin es wert. Ja, jeder von uns ist es wert, weil er wertvoll ist. Macht's gut, tschüss, euer Radio 7 Pfarrer Heiko Bräuning.